Ein Gesetz gegen homosexuelle Propaganda hat die Stadtregierung von St. Petersburg am 29.02.2012 beschlossen. Einen Tag früher gab es in vielen Städten Proteste vor russischen Konsulaten und Botschaften. In Hamburg waren etwa 50 Aktivisten gekommen. Vor dem Konsulat wurden Reden gehalten. Mit dabei Ben Reichel von Queer Amnesty Hamburg. Was passiert, wenn es keine Beratungsstellen für LGBTI gibt? Was ist mit der Meinungsfreiheit, wenn zum Beispiel für die Äußerung deiner Meinung zur Homosexualität bestraft werden kann? Was ist mit der Menschenwürde, wenn du dein Recht auf Liebe verstecken musst? Philipp Sebastian Kühn, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter. Es freut mich, dass ich heute hier sein kann und das auch nochmal in diese Richtung in deutlichen Worten auch nochmal artikulieren kann und sagen kann, dass die Hamburger Bürgerschaft dieses Gesetz ablehnt, es falsch findet und wir mit großer Sorge und mit vielen Bedenken darauf schauen, was gerade in Russland, in St. Petersburg passiert. Vanja Kilber, LSVD. Und wenn es morgen dazu kommt, und das wird mit großer Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass dieses abscheuliche Gesetz verabschiedet wird, wird allein das Verbreiten von solchen Informationen eben von einer naturgegebenen Tatsache, das ist keine Krankheit, das ist die Vielfalt, in der wir leben, dann wird das verboten sein. Und zwar für Einzelpersonen, aber auch für ganze Organisationen, die dann bis zu 15.000 Euro Geldstrafe dafür zahlen werden. Ein Vertreter einer russischen Menschenrechtsvereinigung. Ich möchte jetzt auch die lieben Kollegen aus dem russischen Konsulat ansprechen. Wenn Sie denken, dass es Sie jetzt nicht betrifft, wenn in Russland ein homophobes Gesetz erlassen wird, dann irrt ihr euch. Heute sind das sexuelle Minderheiten, morgen werden das vielleicht Blonde oder Brünetten sein oder was auch immer. Und man weiß nicht, was als nächstes kommt. Das Gesetz ist beschlossen. Was das für die St. Petersburger Gruppe Coming Out bedeutet, wird sich zeigen. Aufgeben wollen die Aktivisten in St. Petersburg aber nicht.